Ja, Polens LGBT-Desaster, so schlimm ist die Situation. Von Marvin Neumann. Wir schauen mal rein. Eine Regenbogenflagge bei der Vereidigung des neu gewählten polnischen Präsidenten Andrzej Duda. Als Protestaktion zogen sich nämlich Politiker und Politikerinnen der Opposition, die in diesem Fall aus einem Linksbündnis kommen, Kleidung an, die hintereinander aufgereiht die typischen Farben ergeben, die man Sehr auch gut. auf der LGBTQ-Flagge wiederfinden würde. So eine hier. Auch vor dem Gebäude der Vereidigung fanden Schöne Proteste Aktion. statt. Und diese Proteste insgesamt kommen nicht von irgendwo, denn schon seit einiger Zeit bzw. einigen Jahren verschlechtert sich die Situation für queere Menschen in Polen immer mehr. Nicht zuletzt im polnischen Präsidentschaftswahlkampf. Der nun neu gewählte oder frisch gewählte polnische Präsident fiel beispielsweise durch LGBT-feindliche Aussagen auf und warnte beispielsweise vor einer LGBT-Ideologie. Die polnische Regierungspartei, die eng mit der Was für eine katholischen Kirche Ideologie. zusammenarbeitet, fördert vor allem das Und die traditionelle Pisspartei. Familienbild Mutter, Er Vater, ist wirklich Kind. Und so. dann ist es auch keine Überraschung, dass beispielsweise der Krakauer Erzbischof von einer Regenbogenpest spricht. Tja, und während zu einem Christopher Street Day wie diesem hier in Köln. Da weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist katholische Kirche, das ist ja klar, Erzbischof, das ist. Aber was da in Polen passiert, das ist wirklich schrecklich. Das ist ja wirklich. Ja. Gerne mal hunderttausende Leute kommen, um sich das Spektakel, welches im Kern nach wie vor eine Demonstration ist, friedlich und mit guter Laune anzusehen, sind Demonstrationen in Polen, also queere Demonstrationen in Polen, gerne auch mal eine gefährliche Angelegenheit für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Beispielsweise 2019 in der polnischen Stadt Białystok, die dann in die weltweiten Schlagzeilen geriet, als dort zum ersten Mal ein sogenannter Gleichheitsmarsch stattfand. Damals griffen Hooligans und junge Menschen die Demonstranten an. Es wurden Feuerwerkskörper Das auf sie gibt's nicht. geschmissen, junge Frauen, Männer, aber Noch auch leider Kinder gibt's zu das Boden immer. gerissen. Es wurden Menschen zusammengeschlagen. Vor allem in Urin Europa gehört Polen. bespritzt. Was hat man damit? Mit Urin bespritzt. LGBT-Aktivist spricht über Gewalt gegen. Das ist wieder dieses Level, wo man ist. Das zeigt doch, wie affig wie affig solche Leute sind, das ist doch, kann man nicht, das kann man nicht anders sagen. Das ist einfach so affig und unmenschlich und das ist absolut mit Urin bespritzt. Leute, das ist doch wirklich manchmal zweifle ich an der Menschheit. Manchmal ist da wirklich, manchmal gibt es so Momente, wo ich mir sage, ja, wo ich nicht weiß, was ich dann noch sagen soll. Das ist echt. Boden gerissen. Es wurden Menschen zusammengeschlagen. Vor allem in Europa gehört Polen zu den LGBTQ-feindlichsten Ländern und steht deswegen auch schon seit langer Zeit in Manchmal Kritik. froh, dass ich Und kein jetzt Pole bekommen bin. sie das auch finanziell zu spüren, denn die EU greift ein. Und genau deswegen beschäftigen wir uns Gott heute sei mit dem Dank. Problem, oder nennen wir es besser, Desaster, wenn es rund um Menschenrechte für queere Menschen in Ein Polen geht. Desaster ist es auf jeden Fall, wenn nicht noch, mir fielen dort noch einige, mir würden noch einige andere Begriffe einfallen, die man da nennen könnte. Das ist Desaster, ist noch relativ freundlich ausgedrückt. Das ist, ja, schlimm ist das. Polen geht und was auch die EU dagegen unternimmt. Marvin Neumann, sehr guter Kanal, kann man mal Einen vorbeischauen. wunderschönen. Macht sehr schöne Politikvideos. Könnt ihr mal ein Däumchen nach oben, Abo da lassen. Genauso wie bei mir. Auf meinem Kanal. Unter React2Video. Ja. Sehr schön. Schön ist auch, kann man so sagen. Ist auch schön. Aber ist auch ein sehr guter, sehr schöner Kanal. Sehr tolle YouTube-Videos kann man. Ich habe schon, glaube ich, zwei, dreimal drauf reagiert und schon mal Videos drauf gemacht und ja, kann man sich angucken. Habe ich, glaube ich, schon längst abonniert. Ja, würde mich wundern, wenn nicht. Ja, habe ich natürlich schon abonniert. Könnt ihr gleich mal einen Däumchen nach oben da lassen. Klare Empfehlung. Schaut's.
Guten Tag, liebe Mindtwisting Crew. Willkommen zurück zu einem neuen Video. Das Video ist ja, ein bisschen in diesem älter. Video beziehe ich Stellung und Haltung und zeige mich natürlich solidarisch mit den queeren Menschen in Polen, aber natürlich generell auch weltweit. Was denn sonst? Wenn diese Farben hier an meiner Brust oder auch diese Farben hier an meinem Tattoo stören, den bitte ich trotzdem in den Kommentaren respektvoll zu sein. Lasst uns in Austausch kommen. Wie dem auch sei, wir wollen dieses Video in drei Teile aufteilen. Zuerst beschäftigen wir uns mit... Ich weiß nicht, ob ich schönes Standbild übrigens... Ich weiß nicht, ob ich da sachlich bleiben kann. Es fällt mir immer schwieriger. Vielleicht muss ich auch mal wieder an mir arbeiten. Es fällt mir immer schwieriger. Also bei homophoben Leuten und rassistischen Leuten, faschistischen Leuten, AfD-Anhängern, AfD-Behindern und das. Ich bemühe mich immer, ich streng mich an, da sachlich zu bleiben und auch auf die einzugehen und denen zuzuhören, aber gerade auch bei Homophobie und bei Leuten, die anderen ihre Freiheit nicht lassen wollen und da andere das nicht dulden, was bist du für ein jämmerlicher Scheiß-Wichser? Entschuldige das einmal. Was bist denn du für ein Wichser, wenn du anderen ihre Sexualität nicht lassen kannst? Wie erbärmlich muss denn dein Leben sein, wenn du da muss ja ein deutliches Defizit bei dir sein, da muss ja irgendwas bei dir nicht in Ordnung sein, wenn es einem in Ordnung ist, wenn jemand mit seiner Sexualität und mit seinem Weltbild und mit sich selbst im Einklang ist und damit zufrieden ist und damit klarkommt, dann ist ihm auch scheißegal, was andere finden. Ich meine, Sexualität, das ist, was hat es mich denn zu interessieren, mich zu jucken? Was juckt es mich denn, mit wem du ins Bett steigst? Das kann mir doch scheißegal sein, wie deine Sexualität ist. Das ist es auch eigentlich. Und da habe ich mich nicht einzumischen, da habe ich nichts zu sagen, da habe ich nichts zu sagen, das passt mir nicht oder das passt mir nicht, oder passt mir doch. Sexualität, das ist doch, deine Bettgeschichten sind doch dein Ding und deine Sexualität ist privates Ding und dass sich da jemand anmaßt zu sagen, da bin ich dagegen, ich hab da was gegen, dass du mit jemandem, was erlaubt man sich, sowas, das passt nicht in meinen Kopf rein, was erlaubt sich jemand, Ich schreib doch einem anderen auch nicht vor, mit welcher Frau du ins Bett steigen sollst oder mit wem du zu lieben hast oder mit wem du eine Beziehung zu führen hast. Was ist, so wie ich dir das nicht vorschreibe, hast du das mir auch nicht vorzuschreiben. Das ist doch selbstverständlich eigentlich, dass man eine andere Sexualität, sowas von nicht, es ist einfach, ja, da verschlucke ich mich ja meine eigene Sprache, ich weiß nicht, was man dazu, entschuldigt diesen kleinen Rant, aber es ist einfach, nee, entschuldigt nicht, es ist einfach, ich habe da kein Verständnis für, warum das, mit welcher Berechtigung und mit welchem Sinn und warum da jemand so eine Meinung haben kann. Ich meine, Meinung kann man immer haben, aber es ist anderen vorschreiben zu wollen, wie sie ihre Sexualität auszuleben haben, ich weiß nicht, ob ich da sachlich miteinander umgehen kann. Da fehlt mir, versteht er. Mit der allgemeinen Situation für queere Menschen in Polen. Da hält's mich zweitens auch nicht mehr. Werden wir uns dann mit den sogenannten LGBT-freien Zonen beschäftigen und drittens werden wir uns dann anschauen, wir sind ja der größte Scheiß dagegen unternehmen möchte. Sind wir ehrlich, wenn es um LGBTQ geht in Polen, gibt es leider nicht viel Gutes zu berichten. Beispielsweise der sogenannte Internationale Dachverband der Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans- und Intersexuellen Organisationen, kurz ILGA oder ILGA, stellt jedes Jahr einen Index auf, welches europäisches Land am
besten und am schlechtesten aufgestellt ist, wenn es um LGBTQ-Rechte geht. Und wie ihr Kümmert euch doch einfach, das kümmert euch doch einfach um euren eigenen Scheiß und das ist, lasst doch andere so denken, so fühlen, so wollen und so handeln und so sein, wie sie wollen. Das ist doch das, da gerade bei Sexualität hat man sich doch, das ist, mach doch deinen Scheiß und lass die anderen damit in Ruhe. Hier haben wir ja Polen und der Roten Zone. Wo steht in Deutschland hier? Ja, noch im grünen Bereich hier haben wir auf Platz 16. Könnte auch noch besser sein. Aber das Video ist auch schon ein bisschen älter, glaube ich, mittlerweile. Ich meine gehört zu haben, dass die mittlerweile auch ein bisschen abgerutscht sind im orangen Bereich hier. Habe ich auch mal wieder nur gehört. Malta ist das Beste. Hier zum Beispiel sehen könnt, befindet sich Polen am untersten Ende dieser Liste auf Platz 42 im Jahre 2019. Beim Blick ausschließlich auf die Länder wird das Ausmaß des Problems nochmal etwas deutlicher. Polen ist nämlich auf dem letzten Platz in der EU. Deutschland ist übrigens auf Platz 12. Und anhand dieser auf den ersten Blick vielleicht etwas unübersichtlichen Rainbow-Index-Tabelle kann man auch gut erkennen, welches Land bei welchen schon etwas für gleiche Rechte getan hat oder eben auch nicht. Viel. Manche Staaten wie Malta oder Spanien sind da sehr gut aufgestellt und haben fast die ganze Reihe mit Punkten voll, während Polen, wie ihr hier seht, alleine in der ersten Reihe, in welcher es um Gleichheit und Antidiskriminierung geht, nur drei Punkte ausfüllt. Darüber hinaus akzeptieren in Polen nur rund 25% der Mütter und nur 12% der Väter die sexuelle Orientierung ihres Kindes, wenn sie von der heterosexuellen Norm abweicht. Auch beim Blick in die Studie A Long Way to Go for LGBTI Equality der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte, die wir uns ja auch schon genauer angeschaut haben, als wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, queere Menschen in Europa. Das Video dazu findet ihr übrigens auch nochmal oben im i verlinkt, wird eines ganz klar. Polen ist in zahlreichen Fragen so gut wie immer abgeschlagen. Zum Beispiel bei der Frage, ob die Regierung des eigenen Landes etwas effektiv gegen die Intoleranz gegen LGBTI-Menschen unternimmt. Polen ist auch hier ganz weit unten. Gerade mal 17% sagen ja oder ja wahrscheinlich oder nein wahrscheinlich nicht. 83% der befragten LGBTQ-Menschen sagten, nein, definitiv nicht. Das ist absolut erschreckend. Was meint ihr, macht die deutsche Regierung eigentlich... Man weiß auch nicht, was dazu sagen soll, dass es... ...in Deutschland zu schützen, ja oder nein, schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Und seid ihr vielleicht auch schon mal mit eurem Partner oder eurer Partnerin Hand in Hand durch die Stadt gelaufen? Ich hoffe es für euch, denn das sollte Normalität sein und sollte auch kein Problem darstellen. Aber bei dieser Umfrage, bei der nur LGBTIQ-Menschen auch befragt wurden, kam bei der folgenden Frage in Polen das hier raus. Denn bei der Frage, ob man es vermeidet, mit seinem Partner in der Öffentlichkeit Hände zu halten, aus Angst angegriffen oder niedergemacht zu werden, war auch Polen hier wieder trauriges Schlusslicht. 83% sagen entweder immer oder oft. Und dreimal die Zustände sind wirklich zum Schreien. In Europa generell, aber auch in Polen sind die wirklich, es ist wirklich momentan, es ist wirklich zum Kotzen, zum Schreien, zum Weinen, das ist, ja. Beraten, in welchem Land queere Menschen die meisten physischen oder sexuellen Attacken erlebt haben, aufgrund der Tatsache, dass sie LGBTIQ sind. Richtig, Polen. Etwas mehr als 15% der Befragten haben einen von Russland, oder mehrere Vorfälle in Polen erlebt, in den letzten 5 Jahren vor dieser Befragung. Okay, fassen wir zusammen. Polen ist also ein eher anti-LGBTIQ-Land. Aber was hat jetzt eigentlich das Fass zum Überlaufen gebracht, sodass die EU gesagt hat, nee, nicht mehr mit uns? Ja, seit Anfang 2019. LGBT-freien Zonen, das ist der größte, da juckt es mich ja schon, da geht es mir wieder, da platzt mir wieder der Kram, das ist ein Unding, aber wird es gleich nochmal erklären, das ist ein hartes Ding. Gibt es in Polen, ich nenne es jetzt mal, eine Bewegung, in welcher Städte und Gemeinden sich selbst zur LGBTQ-freien Zone ernennen. Gestartet wurde das Ganze übrigens Anfang 2019 von der rechtskonservativen Gazeta Polska, einer Zeitung in Polen. Das heißt, dass diese Teile des Landes sich selbst gegen homosexuelle Propaganda aussprechen, was auch immer das genau sein soll. Was für Propaganda? Zeitschrift. Was soll das sein? Was für Propaganda? Also das ist...
Es gibt mir fällt jetzt gerade der Begriff schon gar nicht mehr, homophobe Propaganda, die gibt es schon, das sind die dagegen, man sieht es in Polen, die dann gegen die LGBTQIA plus Szene gemacht wird und die ist dann, das ist, ja. Aber homosexuelle, was soll das sein? Unter anderem sei dazu aufgerufen worden, auf die Förderung der Toleranz für LGBTI-Personen zu verzichten. Dabei ist allerdings zu unterscheiden zwischen zwei unterschiedlichen Beschlüssen oder zwei Resolutionen. Zum einen gibt es da die eine explizit LGBTI-feindliche Resolution und auf der anderen Seite gibt es noch die moderatere Variante, die sogenannte Charta der Familienrechte. Darin steht unter anderem, dass die Ehe aus Mann und Frau besteht. Es wird also nicht explizit von LGBTI gesprochen, es wird aber trotzdem deutlich, was gemeint ist und vor allem gegen wen es gemeint ist. Ich verstehe Insgesamt nicht, haben warum bei es diesen was zwei gibt. Beschlüssen ca. 100 Lokalregierungen mitgemacht, vor allem der Südosten des Landes, der als LGBTI-kritische Hochburg gilt. Vereins Ich habe absolut, ich habe wirklich, mir fehlt da wirklich mal wieder das Verständnis für, dass man, also ich habe keine Ahnung, wie man sowas, ich kann mich da, also wirklich, mir fehlt da wirklich das Verständnis, ich kann mich da wirklich im wirklichen Sinne, ich kann mich in die Leute nicht hineinfühlen, ich weiß nicht, warum gibt es Leute, warum kann man dagegen irgendwas gegen haben, das ist einfach, finde ich absurd, das ist. Manche Leute, die mit sich selbst nicht ihr eigenes Ich nicht, ihre eigenen Probleme nicht kompensieren können, müssen es auf andere übertragen. Vielleicht so, dass du musst es, wer hat mit sich selbst Probleme, keine seinen eigenen Probleme nicht klarkommen kann, muss so zwangshaft irgendwie. Das kann ja nur eine Schwäche, eine Geistesschwäche sein. Das ist wurde auch gegen diese Beschlüsse geklagt. Niemand, der gesund ist und eine gesunde Beziehung zu sich selbst hat und ein gesundes Selbstwertgefühl hat, kommt auf die Idee, irgendwem anders, gerade auch in Sachen Sexualität, was vorschreiben zu müssen. Das ist sehr schwierig. Und einzelne Verwaltungsgerichte haben auch gesagt, dass eben diese Beschlüsse gegen das Diskriminierungsverbot der Verfassung verstöße. Tja, und während einige europäische Partnerstädte, beispielsweise die Kooperation und Stimmt, den dann gibt es auch noch die Idioten, die das so argumentieren, dass in der Verfassung, also auch gibt es auch in Deutschland im Grundgesetz drin steht, Familie ist geschützt aus Mann und Frau. Das ist, das, 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 da fehlt dann das Verständnis dafür, da ist, ich weiß nicht, ob die nicht so weit schauen wollen oder ob die einfach beschränkt sind. Entweder sind sie dumm. Oder sie wollen es mit Absicht nicht. Also entweder dumm oder schlecht. Genau so ist es. Entweder sind sie dumm oder es ist beschränkt und sehen es nicht, also können es nicht sehen oder und sie sehen es und wollen es nicht. Es gibt, warum muss eine Familie denn die Definition von Familie, das kannst du auch als. Es gibt doch inzwischen so viele andere Formen von so Homo-Familie, von zwei Männern oder zwei Frauen miteinander und mit Kindern und oder auch im Rahmen der Hetero-Familie. Das gibt's auch andere Sachen, Patchwork-Familie oder Mehrgenerationenfamilie oder sowas ist oder noch anderes. Ich weiß es nicht mehr. Man muss doch Familie nicht, man muss doch nicht so versteift sein, dass man, ja, wie gesagt, entweder sehen die das nicht oder sie wollen es nicht sehen. Also, es ist dann auch irgendwie, da fehlt man auch jegliches Verständnis. Dann kann man es da mal ein bisschen. Um den eigenen Horizont rauszugehen, mal gucken, kann man das auch anders identifizieren, kann man das auch anders erklären. in jeweiligen polnischen Städten aufkündigten, ging die EU noch einen Schritt weiter. Städte, Gemeinden und Kommunen können bei der EU ja Fördergelder beantragen. Und genau das haben auch Städte und Gemeinden getan, die eben auch diese LGBTI-feindlichen Beschlüsse unterzeichneten.
Dabei ging es explizit um EU-Förderung der Städtepartnerschaften. Doch 6 der polnischen Städte und Gemeinden wurde eben jetzt dieser Zuschuss verweigert. Bildquelle Bild, Gemeinden, die eben auch diese Beschlüsse unterschrieben haben. Und dabei handelt es sich um Förderungsgelder in Höhe von 5.000 bis ca. 25.000 Euro. Welche Städte? Ist richtig, aber finde ich auch, dass Quelle Bild, die Bildzeitung sollte nicht mehr als Quelle gelten. Das sollte nicht mehr als die Drecksplatz. Das ist auch eine Sache, das solltest du nicht mehr als Quelle angeben dürfen. Das ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Davon genau betroffen sind, das gab die EU-Kommission nicht bekannt. Allerdings wurde durch Interviews beispielsweise deutlich, dass zum Beispiel die Stadt Tuchow davon betroffen ist. In einem Interview spricht die Bürgermeisterin von eben dieser Stadt von 18.000 Euro und von einem großen Image-Schaden. Die EU-Kommissarin für Gleichberechtigung Helena Dalli, die sagt außerdem auch, dass die Gelder und dieses Programm allen europäischen Bürgern zugutekommen soll, ohne Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der Herkunft, religiösen Glaubens, einer Behinderung, des Alters oder aufgrund der sexuellen Orientierung. Und übrigens, auch die deutsche EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen äußerte sich dazu auf Twitter, wenn auch etwas vage und wenn auch nicht direkt auf Polen bezogen, aber der Zeitpunkt ihres Tweets lässt darauf zurückschließen, dass sie sich auf Polen bezieht. Sie sagte auf jeden Fall das hier. Unsere Verträge stellen sicher, dass alle Personen in Europa die Freiheit haben zu sein, wer sie sind, zu leben, wo sie möchten, zu lieben, wen sie möchten und so viel Ehrgeiz zu entwickeln, wie sie wollen. Der polnische Justizminister Ziobro, der kritisierte das allerdings und sagte, dass das haltlos sei, was die EU-Kommission macht und auch illegal ist. Aber nicht nur von ihm kommt Kritik. Ihr seid illegal. Völlig überraschend ist das Ganze seitens der EU. Das ist die polnische, die Scheiße, die in Polen verzapfen, das ist illegal. Nicht das, was die EU da raushaut, das ist. Ach, Leute. EU-Kommission allerdings nicht, denn beispielsweise kritisierte bereits das EU-Parlament Polen eben für diese LGBT-freien Zonen. Meiner Meinung nach ist das ein richtiger Schritt der EU, zumindest in Teilen. Denn natürlich zieht das auch nach sich, dass die Menschen, die EU-kritisch sind und auch LGBTI-feindlich sind, jetzt nicht zum einen LGBT-freundlich sind und gleichzeitig auch nicht EU-freundlicher werden. Das heißt, die EU sollte auch einiges dafür tun, in den Dialog zu kommen mit den Menschen in Polen beispielsweise, die LGBTI-freundlich eingestellt sind. Nur Gelder zu streichen, bringt am Ende auch nichts. Aber was meint ihr? Ist die Entscheidung der EU gut oder schlecht? Schreibt mir das mal unten in die Kommentare und abonniert. Ja, auf jeden Fall muss man auch Länder, die Menschen, unabhängig jetzt von LGBTQ oder so, muss man Ländern, die menschenfeindliche und die Menschenrechte missachten, muss man sanktionieren. Das ist definitiv der richtige Weg und am leichtesten geht das mit dem Geld, weil das, die EU ist ja der Geldgeber für vieles an die Länder und wenn man da ein bisschen Geld sanktioniert, dann ist das schon ein Druckmittel, was dann wirklich manchmal was da schon manches voranbringen kann. Es ist schon, kann man schon rechtfertigen. Hier noch gerne, wenn ihr wollt, noch ein anderes Video, aber wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Euer Marvin und bis dann. Ja, lasst gerne ein Abo da bei dem lieben Marvin. Lasst auch bei mir ein Abo da und ja, schaut das Video, schaut euch auch weitere Videos von ihm noch gerne mal an und ja, lasst auch Unterstützung bei ihm da für seine tollen Videos. Ja, ist alles in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, danke fürs Zuschauen, habt noch einen tollen Tag. Haut da rein, ne?